Oh, Umami. Wir machen heute Umami-Gewürzpaste. Ich habe schon mal mein Ofengemüse damit mariniert, aber ihr könnt natürlich alle möglichen Gerichte damit aufpeppen und ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Los geht's mit 2 Knoblauchzehen, die in den Mixtopf kommen. Ihr kennt ja Gewürzpaste für Fleischbrühe und für Gemüsebrühe, das sind ja die Basics. Kann man ein bisschen variieren, man kann einfach Reste nehmen, die man zu Hause hat. Gerade Gemüse, was weg muss oder so, kann man super gut in so einer Gewürzpaste verwerten. Und ich liebe diese Gewürzpasten, ich habe die immer zu Hause, weil die einfach, finde ich, so viel frischer und aromatischer schmecken, als wenn ich jetzt einen Gemüsebrühwürfel oder Fleischbrühwürfel nehme. Diese Umami-Gewürzpaste, die ist natürlich ganz besonders, weil Umami ist ja die 5. Geschmacksrichtung, kommt aus dem Japanischen und heißt, habe ich extra nachgeguckt, köstlich. Ich habe aber noch nicht nachgeguckt, ob ich es richtig ausspreche. Wie habe ich gesagt? Umami. 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 Ja, gar nicht schlecht, ne? Umami. Umami. Auf jeden Fall sagt man über Umami, dass es würzig schmeckt. Wir machen hier mal weiter im Mixtopf. Und zwar kommt jetzt noch Parmesan dazu. Das kennen wir auch in den normalen Gewürzpasten. Rezept zur Gewürzpaste für Fleischbrühe und Gemüsebrühe findet ihr hier auf dem i. Dann kommen die Walnusshälften dazu. Getrocknete Tomaten. Wir brauchen 40 Gramm davon. Luftgetrocknet. Also nicht in Öl eingelegt. Dann brauchen wir 25 Gramm getrocknete Steinpilze. Sehr intensiv. Dann brauchen wir grobes Salz. Man sagt ja Umami auch nach, dass es ein bisschen fleischigen Geschmack hat. So einen herzhaften Charakter mitbringt. Intensiv eben. Jetzt wird alles für 10 Sekunden zerkleinert. Okay, 50 Gramm Oliven, schwarz entsteint. Was ich total schön finde in den Gewürzpasten generell, ist, dass die sich auch super lange im Kühlschrank halten. Also gerade wenn man die nochmal mit einer Schicht Öl bedeckt, halten die sich für ein paar Monate. Kapern übrigens, ihr seht das ja, ne? Das sind alles Zutaten, die ich jetzt hier reingegeben habe, die einfach schon sehr intensiv im Geschmack sind, auch sehr salzig. Ich liebe Kapern. Kapern sind so toll. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Kapern gerne mögt oder nicht, weil das ist auch so ein Thema, glaube ich, da scheiden sich die Geister. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Und das gleiche mit Oliven. 40 Gramm. Und dann brauchen wir einen gehäuften Teelöffel Kräuter der Provence. Okay, Hefeflocken sind ja auch so ein richtig witziges Gewürz, finde ich. Ich habe mal eine Basenkur gemacht und wir durften mit nichts würzen, außer mit Hefeflocken, weil die scheinbar basisch sind und so ein bisschen guter Salzersatz sind und so ein bisschen Aroma reinbringen. Zwiebelpulver. Wir brauchen 50 Gramm von dem Reisessig. Guck mal, was jetzt kommt. Ist abgefahren. 100 G Fischsoße. Fischsoße. Abgefahren. Smells fishy. Schmeckt's immer hin und her, machst du so diesen awkward Blick. So. Wenn die dann fertig ist, dann riecht die erstmal, solange die noch warm ist, extrem fischig. Ihr braucht euch nicht zu erschrecken, weil das wird nachher dann im Geschmack richtig gut. Und wenn es dann abgekühlt ist, dann ist es auch nicht mehr so. Jetzt kommt eine Zutat dazu, die habe ich noch nie verwendet. Und zwar heißt die Ketchup Manis. Es ist eine Sojasauce aus Indonesien. Es wird viel Palmzucker zugegeben und dadurch entsteht dann eine dunklere Farbe und mehr so eine sirupartige Konsistenz. Als Ersatz, falls ihr Ketchup Manis nicht bekommt, könntet ihr zum Beispiel einfach eine hellere Sojasauce mit ordentlich braunem Zucker auch nehmen. Aber man muss auch sagen, Ketchup Manis gibt es mittlerweile in gut sortierten Supermärkten überall zu finden. Schmeckt süßlicher auf jeden Fall, klar. Der viele Zucker. Das ist echt so intensiv. Und jetzt nochmal Eis zerkleinern. Für 15 Sekunden. Einmal mit dem Spatel nochmal alles nach unten schieben. Und jetzt wird das Ganze erhitzt für 6 Minuten auf 100 Grad. Damit sich die Paste auch länger hält, habe ich jetzt 4 Schraubgläser heiß ausgewaschen. Und dann kann sie da jetzt rein. Ich bin sehr, 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 sehr in love. Wenn ihr die Umami-Paste mit Sesamöl vermischt, dann könnt ihr sie zum Beispiel auch super gut als Marinade für asiatische Gerichte benutzen. Sie eignet sich wirklich super als Ergänzung für Suppen, Soßen, als Marinade. Übrigens nochmal eine andere Gewürzpaste, und zwar Asia-Style, findet ihr hier. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren, dann gibt es nächste Woche wieder ein leckeres, kreatives Video von uns.